Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Postgalerie. Herzlich willkommen zu Einfach Weihnachten in Speyer. Ja, wir haben die Eröffnung des kulturellen Adventskalenders gesehen, ein paar Ausschnitte daraus. Heute zum 1. Dezember ist das aufgenommen worden. Wenn das gesendet wird, dann ist schon ein paar Tage rum. Neben mir sitzt die Barbara Fresenius, die diese Sache organisiert hat. Seit wann machst du denn diese Sache, Organisation des Adventskalenders? Also wir haben begonnen im Jahr 2004. Da hat es aber noch nicht mit lebendigen Türchen begonnen, sondern erstmal mit Architektur, nämlich mit der Barockarchitektur des Stadthauses. Da hatten wir 24 Details angestrahlt und hatten dann ein Preisrätsel darum veranstaltet. Ich kann mich daran erinnern, aber das habe ich nicht aufgenommen, muss ich sagen. Ne? Okay, dann fangen wir vielleicht im Jahr 2005 an. Da wurde nämlich erstmalig das Stadthaus zum lebenden Adventskalender. Da haben wir jeden Abend um 18 Uhr an der Tür Nummer 100 an der Maximilianstraße 100 wirklich das Portal geöffnet und die Zuschauer wussten nicht, was sich hinter dem Türchen verbirgt. Ach so, ja. Erinnern kann ich mich daran, ja. Ja, dein Wasser Dankeschön. Oder Woi heißt ja unsere kleine Sendung und ich werde mir mal ein Merlot genehmigen hier im Divino. Und ich ein Pellegrino im Divino. Du gehst nachher noch auf den Weihnachtsmarkt. Ja, ich werde jetzt die Glühweinsaison eröffnen. Oh ja, dann ist doch ein Wasser angemessen. Ne? Im Dienst immer Wasser. Ja. Okay. Ja, also 2005 war das Stadthaus die erste kulturelle lebendige Bühne. Die drei Stufen zum Stadthausportal, die wurden dann quasi zur kleinen Kunstbühne umfunktioniert. Ich kann mich erinnern, da gab es einige sehr kalte Winter und sehr kalte Türchen. Da gibst du auch schon ein Stichwort, warum wir dann den Standort irgendwann gewechselt haben, nämlich im Jahr 2008. Also in den ersten drei Jahren waren wir wirklich witterungsabhängig. Und zu der Zeit ist auch der Shuttle noch in enger Taktung am Stadthaus vorbeigerollt. Und dann hat sich das angeboten, dass das Zimmertheater, das zu der Zeit im historischen Ratssaal war, wo heute das Wahlbüro ist, dass die uns ihre Bühne zur Verfügung gestellt haben für den kulturellen Adventskalender. Ja, und ich habe mal Aufnahmen gemacht, dann auch im Zimmertheater, aber da war das Zimmertheater schon im Keller der Städtischen Galerie. Genau, das war es dann ab 2009. Also wir sind vom Stadthaus in das Wahlbüro und dann sind wir in den Kulturhof Flachsgasse, wo im Gewölbekeller seit 2009 das Speyerer Zimmertheater seine Spielstätte hat. Und wir sind ja hier zu Gast in der Postgalerie. Die Postgalerie besteht 4 Jahre, war es im November, habe ich gelesen, nachgelesen. Und seit wann ist es in der Postgalerie? Ja, also wir sind seit 2011 hier in der Postgalerie, in dieser wunderschönen, denkmalgeschützten Säulenhalle.
Und wie ist denn die Aufgabenteilung? Ist es ja eine gemeinsame Veranstaltung, kann man so sagen, von der Postgalerie und der Stadt Speyer, dem Kulturbüro der Stadt Speyer? Also ich bin in der Stabsstelle mittlerweile Kultur, Kommunikation, Marketing. So heißt aber sie ja. Schon vorher als Pressestelle haben wir diesen kulturellen Adventskalender inhaltlich getragen und auch die Idee geht auf die Pressestelle zurück. Es war ja auch ein bisschen die Postgalerie zu stärken, ne? Da noch was anzusiedeln. Ja, wir wollten einfach auch zum Start der Postgalerie die stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Und so denke ich, ist es eine schöne Win-Win-Situation. Also es lockt Speyerer hierher an diese Spielstätte und somit kommen sie ja dann auch ins Einkaufscenter. Aber wir zeichnen verantwortlich für das komplette Programm und unser Sponsor, die Stadtwerke, das sorgen dafür, ja, dass die Interpreten, die kleinen und großen, auch nicht leer ausgehen. Diese Enten, die wir alljährlich verschenken, die haben ja schon richtig Kultstatus. Da gibt es richtige leidenschaftliche Sammler, nicht nur unter den Kindern. Da müssen wir jetzt ja die Ente, die es in diesem Jahr gibt, zeigen. In diesem Jahr haben wir den Felix Frost. Also die haben jedes Jahr ein anderes Gewand und einen anderen Namen. Und da gibt es jetzt wirklich schon viele leidenschaftliche Sammler. Ah ja. Ja, und was ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, also die Postgalerie als unser Partner stellt uns hier einmal die Infrastruktur, auch die Theaterbeleuchtung und die kleine Bühne. Ist auch immer jemand vom Centermanagement da, ne? Wir werden immer betreut von den Haustechnikern hier und darüber hinaus sind sie auch finanziell mit im Boot bei allem, was so drumherum geschnürt wird. Ja, einerseits habt ihr Profis, die dann auftreten an den Wochenenden. Freitag, Samstag, Sonntag treten Profis aus. Und unter der Woche, wer kommt denn da so? Da haben wir Chöre, Orchester, Ensembles, die in Speyer und der näheren Umgebung konzertieren und bekannt sind. Und wir haben auch die Kirchen mit im Boot, also deren Chöre sind eingeladen. Und vor allem eine ganz große Gruppe sind unsere Kindertagesstätten und Horte und auch Grundschulen. Ah ja, ja. Und da haben wir welche, also die müssen wir fast schon ehren. Das habe ich jetzt bei der Vorbereitung zu unserem heutigen Treffen mir nochmal angeschaut. Die Freie Reformschule war in der Tat beim ersten lebendigen Adventskalender am Stadthaus schon mit dabei. Damals im Kalten? Jawohl, im Kalten. Und auch unsere städtische Kindertagesstätte in der Wormser Landstraße, die heute Wohla ein Haus für Kinder heißt. Und die sind auch immer treu dabei. Ebenso die Bäckersänger. Und natürlich werden wir von Anfang an von unserer städtischen Musikschule unterstützt. Ja, jetzt nochmal zur Frage, wie ist denn das Angebot? Bewerben sich da mehr als Adventstage sind? Am Anfang mussten wir uns redlich bemühen, alle 24 Türchen voll zu bekommen. Inzwischen hat sich die Veranstaltungsreihe so etabliert, dass es auch schon attraktiv ist, hier aufzutreten. Und ich habe dieses Jahr einige Absagen geben müssen, habe mehr Bewerbungen gehabt, als ich Türchen vergeben konnte. Ja, was gibt es denn noch an Besonderheiten der letzten zwei Wochen? Diese Sache, wenn das gesendet wird hier, unser kleines Gespräch, ist ja schon ein Teil der Fenster schon geöffnet. Was gibt es denn da noch Besonderes? Es gibt zum Beispiel unser allererstes Inklusionstürchen. Das freut mich sehr. Das sind beeinträchtigte Jugendliche von der Pestalozzi-Schule. Zwei Jungs, die also mit Feuereifer begeistert sind von Rhythmusgeräten. Alles, was auch Krach macht aus Schlagzeug. Und die werden in Kombination mit zwei Musikern, also zwei Brüder, der eine spielt Klavier und der andere Gitarre und Gesang, auftreten. Und Verstärkung haben sie von Mädels, nämlich vom Niki, Nikolaus vom Weißgymnasium. Ah, das sind die Niki Girls. Die Niki Girls sind das. Ah, ja. Also die Gruppe heißt 21 Plus und Niki Girls. Also ja, ja. Also da freue ich mich sehr drauf. Und an den Wochenenden haben wir auch bekannte Solisten wie Tizi Debus und seine Frau Alexandra Lehmler. Am Saxophon, ja. Am Saxophon, genau, und der Tizi am Kontrabass. Und die Miriam Ast ist ja auch eine bekannte Jazzstimme und ist ja auch als Saxophonistin bekannt, hat aber ihren Master jetzt in London gemacht. Und ich freue mich, dass sie Weihnachten nach Speyer kommt und
das dann mit einem Auftritt bei uns verbindet. Ja, und zum Abschluss am 24. Dezember? Da haben wir dann ein dramaturgisches Türchen mit dem Schauspieler Uwe Hähne. Und er wird unter dem Motto "Wir warten aufs Christkind". Was erfreut dich insbesondere persönlich an diesem Adventskalender? Ja, es ist immer schön zu sehen, wenn man Menschen eine Freude bereiten kann. Und sie hier sind schon richtige Stammgäste, große und kleine. Und da geht einem einfach das Herz auf, wenn man Freude bereiten kann und es den uns gelingt, dass die Menschen mal eine kurze Auszeit sich gönnen in dieser doch so hektischen Zeit. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wir sehen zum Abschluss noch ein paar Ausschnitte aus den Adventskalendertürchen der vergangenen Jahre. Lasst uns froh und munter sein und unseren Herrn erfreuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Ich wünsche mir ein Schaukelpferd, eine Festung und Soldaten und eine Rüstung und ein Schwert, wie sie die Ritter hatten. Drei Märchenbücher wünsche ich mir und Farbe auch zu malen und Bilderbogen und Papier und Gold- und Silberschalen. Ein Domino, ein Lottospiel, ein Kasperletheater, auch einen neuen Pinselstiel, vergiss nicht, lieber Vater. Ein Zelt und 6 Kanonen dann und einen neuen Wagen und ein Geschirr mit Schellen dran. Beim Pferdespiel zu tragen. Ein Perspektiv, ein Zootrop, eine magische Laterne, ein Brennglas, ein Kaleidoskop, die soll ich gerne.